Yo, liebe Malonzo-Gang, heute reagieren wir auf Böse Onkels, ich mag. Ja Leute, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne kostenlos ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben. Und zwar, Böse Onkels, ich mag, sollte ja von euch nicht so bekannt sein, denke ich mal. Falls ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist wirklich mit eines meiner absoluten Lieblingslieder aus meiner Kindheit. Habe ich euch ja im Stream erzählt und ich dachte mir, wir machen darauf eine Reaktion. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Wie schon gesagt, lasst gerne kostenlos ein Abo da für die 1000 Abonnenten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Heute habe ich das Licht ein bisschen anders positioniert und ich hoffe, die Quali sieht ein bisschen besser aus. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten einfach mal rein und ich wünsche euch viel Spaß bei der Reaktion. Ist auf jeden Fall ein älteres Lied, ja. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welches Jahr. Also ich habe es als kleines Kind auf jeden Fall gehört, das Lied. Ja, ich habe es als kleines Kind gehört und ja, ich fühle es einfach. Weil es halt simpel ist, 2 Minuten, komplett simpel gehalten, 2 Minuten, total geil. Gitarre geil, Lyrics geil, ne? Ihr wisst ja vielleicht die Lyrics. Es ist halt simpel, 2 Minuten, geiles Ding, fertig. Das müssten die mal neu aufnehmen. Wenn die davon eine Neuaufnahme machen würden, würde ich ultra fühlen, Leute. Wie schon gesagt, wäre halt richtig geil. Aber ohne Witz, das Lied klingt, ich weiß natürlich, dass es nicht auf Der nette Mann drauf ist, aber es klingt irgendwie sehr nach Der nette Mann irgendwie, nach dem Album, weil es auch so aus dem Jahr kommt. Also ihr schreibt es natürlich in die Kommentare, wenn ihr das wollt und natürlich wisst. Es klingt aber so die Ecke Der nette Mann, so diese Ecke da. Wisst ihr, wie ich meine? Vom Album her aus. Schreibt es rein. Bilder auch sind, ne, auf dem Schrottplatz. Aber ich finde, die Bilder sehen auf jeden Fall geil aus, wo die noch jung sind. Ja, ich denke, Porno-Kinos gibt es heutzutage nicht mehr. Ich weiß aber nicht, was die Peep-Show ist. Könnt ihr reinschreiben. Porno-Kinos, soweit ich weiß, gibt es nicht mehr. Ne? Also wüsste ich jetzt nicht. Also man kann es ja auf dem Handy schauen. So, von, ne, ihr wisst schon. Das macht das Lied wirklich, das macht wirklich dieses Lied aus. Ohne Witz, dass es so kurz ist, dass es halt einfach kurz gefasst ist, Leute. Ja, Leute, das war Ich mag von den Bösen Onkels. Wie schon gesagt, ich liebe dieses 2-Minuten-Lied. Es ist halt einfach simpel gehalten. Text ist auf jeden Fall nice. Ja, aber wie schon gesagt, ihr könnt ja gerne reinschreiben, ob es Porno-Kinos noch gibt. Soweit ich weiß, gibt es keine mehr. Kann man so oder so auf dem Handy schauen, so wofür ein Kino. Ne?
Und ja, Leute, falls ihr neu seid auf dem Kanal, gerne Vorschläge abgeben und abonnieren. Ihr wisst Bescheid, 1000 Abonnenten müssen wir erreichen, ja? Wäre auf jeden Fall mega cool. Einen Daumen nach oben auch. Und zusätzlich, falls ihr es machen wollt, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gehen, auf den Spendenlink. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen, wie schon gesagt. Das ist halt einfach zusätzliche Unterstützung. Aber ja, ihr finanziert sozusagen mein Setup ein bisschen mit, dass ich das ein bisschen upgraden kann in naher Zukunft. Und ja, Leute, vielen, vielen lieben Dank für euren kranken Support. Freiwild wird auf jeden Fall auch nach dem Video kommen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen positiven Tag. Bleibt cool und lasst euch nicht unterkriegen. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.